Ich habe das schon mal gehört. Ohrenarzt vielleicht? Ist das nicht so eine Art Geschlechtsarzt? Das ist ein Arzt für Herren. Das ist quasi das Gegenstück zum Frauenarzt. Ein paar wissen dann doch, was ein Urologe ist oder waren sogar dort. Aber die meisten informieren sich im Internet, auch die Mädchen. Nur findet sich da vieles, was nicht weiterhilft. Deshalb hat die Wiesbadener Gynäkologin Sheila Delis es sich zur Aufgabe gemacht, junge Frauen aufzuklären. Auf Social Media und mit Girl on Fire, ihrem neuen Buch über die Pubertät. Für Jungs wäre sowas auch sinnvoll. Eigentlich werden alle schlecht aufgeklärt und die Jungs haben eigentlich noch schwieriger Zugang auch zu Themen als Mädels, finde ich. Die informieren sich dann wirklich dooferweise übers Internet oder gucken am Ende Pornografie und denken, sie haben die Wahrheit über die Sexualität dort jetzt gerade beobachtet. Und wir wissen ja, es ist ja alles andere als die Realität, was dort gezeigt wird. Und oft wirft es Fragen auf. Während für die Mädchen aber der Gang zur Frauenärztin meist Routine ist, wissen Jungs oft gar nicht, was sie beim Urologen überhaupt sollen. Ich brauche das nicht. Mädchen scheinen es zu brauchen. Ich glaube, bei Jungs ist es eher so, dass sie da gar nicht drüber sprechen, sich vielleicht auch keine Gedanken machen, dass es sinnvoll wäre, vielleicht auch mal hinzugehen. Ich hatte noch nicht das Bedürfnis, da hinzugehen. Aber wieso? Weil die Mädels gehen ja auch alle zum Frauenarzt. Ja, aber das ist ja, ich sage jetzt mal, normaler als zum Urologen zu gehen. Es könnte aber auch für junge Männer normaler werden, findet Dr. Christian Ratz. Er bietet in seiner Praxis in Groß-Gerau auch Jungensprechstunden an. Die Initiative des Bundesverbands soll Mut machen, einfach mal so mit seinen Fragen vorbeizuschauen. Fragen gibt es nämlich viele, aber auch Hemmungen. Die Vorstellungen sind halt immer alte Männer, Prostatauntersuchung und Rektaluntersuchung. Also Finger in den Po, und das finden die ganz furchtbar. Viele Klischees, viel Scham, wenig Wissen. Deutlich voller wird das Wartezimmer der Urologie, wenn das Thema Hodenkrebs in den Medien auftaucht. Wie aktuell durch betroffene Fußballer. Auch Danilo Valenta ging es so. Dann ist natürlich der erste Moment, irgendwie man tastet sich selbst ab und denkt sich, ist das irgendwie normal oder nicht? Ständig zum Urologen muss man jetzt auch nicht, sagt Dr. Ratz. Aber überhaupt mal hingehen und beispielsweise lernen, wie man seinen Körper richtig selbst untersuchen kann, das wäre sinnvoll. Wenn man die Faust macht und man drückt hier an den muskulären Teil, dann sieht man und spürt man, wie ein normaler Hoden eigentlich sich anfassen sollte. Prall elastisch, das gibt so ein bisschen nach, ist aber nicht hart. Wie wenn ich jetzt hier rüber gehe zum Knöchel und es ist so höckrig und hart, dann ist das ein Befund, da würde ich sofort mal zum Arzt gehen und das untersuchen lassen. Neben der Faustregel gibt es beim Urologen auch die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs für Jungs. Die haben aber bislang erst 5% wahrgenommen. Ob Vorsorge, Krankheiten oder Verhütung, schamfreie Aufklärung nutzt allen Geschlechtern und sollte deshalb normal sein. Es wäre schön, wenn wir so eine Kultur pflegen würden, wo eine Aufklärung von Jungs und auch von Männern normal wäre. Wo man auch das, ich sag mal, Problem zu einem Mann mit sexuellen Themen vielleicht mal auch normalisieren, darüber zu reden. Dass ein Mann oder ein Junge nicht nur zu funktionieren hat, sondern dass es da auch jede Menge zu wissen und zu lernen gibt. Fragen haben, das ist gerade in der Pubertät normal. Und Antworten, die gibt es auch. Nur die Tabus nutzen niemandem.